Ist beim Epson-Drucker der Resttintentank voll, muss dieser ausgewechselt werden und der Zähler für den Resttintentank muss zurückgesetzt werden. Wie das geht, schauen wir uns in diesem Video an. Man öffnet die Scannerklappe des Druckers, so dass man die Patronen sieht und muss nun einige Schrauben entfernen, die hier im Video markiert sind. Sind die Schrauben entfernt, kann die Abdeckung heruntergenommen werden und es werden weitere Schrauben, die entfernt werden müssen, freigelegt. Danach entfernt man eine ein bisschen versteckte Schraube, die überhalb des Papierfaches wartet. Und jetzt kann die Verblendung mit dem Epson-Schriftzug entfernt werden. Dazu muss man diese kleine Plastiknase hier ein bisschen nach oben drücken, also nach oben biegen. Das sollte man aber vorsichtig machen, nicht dass sie abbricht. Und dann kann man das Teil etwas nach vorne drücken, diese Verblendung, und dann nach oben herausziehen. Jetzt wird wieder eine Schraube freigelegt, die abgeschraubt werden muss. Jetzt kann eine weitere Verblendung abgenommen werden und der Drucker wird danach senkrecht hingestellt oder kann auch auf den Kopf gelegt werden. Dieses rechteckige Teil mit der Abschrägung auf der einen Seite ist jetzt unser Resttintentank, den wir entfernen wollen. Dazu schrauben wir hier unten eine weitere Schraube ab. Um den Tank jetzt zu entfernen, muss man oben mit dem Schraubenzieher ansetzen. Dort sind zwei Nasen verankert, die man lösen muss. Auch hier wieder ein bisschen vorsichtig sein, dass nichts abbricht. Danach kann der Resttintenbehälter einfach herausgezogen werden. Man sieht schon, die Schwämme sind gut gefüllt. Schwämme können einfach herausgenommen werden. Ich habe dazu einen Schraubenzieher benutzt, um mir die Finger nicht dreckig zu machen. Also hier ist auch Vorsicht geboten. Die Schwämme sind voller Tinte. Am besten gleich in einen Plastiksack, damit nichts weiter eingesaut wird. Jetzt hat man also den leeren Resttintenbehälter vor sich stehen. Den habe ich einfach mit Watte aus dem Drogeriemarkt vollgestopft. Ich habe versucht, möglichst viel Watte reinzustopfen und auch feste zu drücken, damit er wirklich ein großes Volumen von Tinte hat, das er aufsaugen kann. Danach wird er wieder eingesetzt und der Drucker wird wieder so zusammengeschraubt, wie wir ihn vorhin auseinandergenommen haben. Ist das Prozedere abgeschlossen, muss nur noch der Counter mit einer Software zurückgesetzt werden. Dafür gibt es zu mir zwei bekannte Softwareversionen. Einmal einen Wick Resetter, wo der Reset 10 Dollar kostet. Kann man machen, das ist ein bisschen die bequemere Variante. Aber es gibt auch eine kostenlose Variante. Wie ihr die findet, habe ich im Video, in der Videobeschreibung beschrieben.